Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Docker Basics für Neuansteiger. Ich hoffe, Sie können mich alle hören, wenn Sie Fragen haben oder eben Sie mich nicht hören können. Es gibt einen Box, das heißt Fragen, und da können Sie gerne die Fragen stellen. Entweder beantworte ich die sofort oder im Nachgang melde ich mich persönlich bei Ihnen. So, mein Name ist Leda Casanova. Bin seit Februar 2016 bei Dockerware und seit letztes Jahr bin ich Account Manager. Genau. So, jeden Monat halte ich ein neues Webinar. Das nächste ist am 25. Februar zum Thema Smart Connect. Das hatten wir schon, aber es hatte eine großen Aufmerksam geweckt. Deswegen wollte ich es nochmal wiederholen. Mehrere Info dazu in unserem Dockerware Produktblog. Und die bisherigen Webinare sind alle in YouTube unter unserem Dockerware Deutschland Channel. Und die Playlist heißt Webinare für Dockerware Anwender. Kurz zum Ablauf. Ich gehe direkt in Dockerware, um die Oberfläche zu zeigen. Und wie gesagt, das ist ein Webinar, das ich schon im Dezember gehalten habe, und eine Rückmeldung war, oder mehrere Rückmeldungen waren, es waren doch sehr viele Informationen auf einmal. Deswegen dieses Mal vielleicht versuche ich ein bisschen langsamer zu reden, langsamer zu zeigen und vielleicht zwei, drei Funktionen weniger eben zu zeigen, aber dafür ausführlicher und genau. Nach der Demo schaue ich die Fragen und kann eventuell ein paar beantworten, und dann machen wir dann eine kleine Zusammenfassung. Also starten wir gleich in Dockerware. Also Moment, ich mache mir gleich eine Box für die Fragen auf meinen anderen Bildschirm. Genau, also das ist Dockerware, wie Sie das auch kennen. Und hier steht Ihr Namen, und wenn Sie drauf klicken, öffnet sich ein Menü, und wir starten von Profil und Einstellungen. Hier können Sie zum Beispiel einstellen oder personalisieren, sagen wir so, Ihre Anrede, Vor- und Nachname, und Sie können Sie uns auch für die Newsletter anmelden. Und hier können Sie die Abwesenheitsnotiz einstellen, weil, wie Sie vielleicht wissen, es reicht nicht für Dockerware, wenn Sie das in Outlook in den Kalender einstellen, dass Sie abwesend sind. Für die manche Workflows oder man kann auch Aufgaben verschicken, je nachdem. Also wenn Sie Cloud-Kunden sind, dann haben Sie, dann wirst du das komplette Paket on-premise. Es kommt darauf an, wenn Sie den Workflow-Manager haben oder den Task-Manager. Aber eben für manche Workflows ist es sinnvoll, wenn man die Abwesenheit-Notiz oder auch hier einstellt, damit dann automatisch an dem Sender die Nachricht kommt: Hey, die Frau Casanova ist in diesem Zeitraum nicht im Büro. Willst du die Aufgabe trotzdem senden oder soll es an den Nächsten gehen? Das können Sie hier machen. Unter Allgemein können Sie allgemeine Einstellungen wählen, zum Beispiel den Einsicht beim Starter. Ich lasse immer die Briefkörbe, weil es ist ein bisschen wie meine To-Do-Liste. Aber Sie können auch, wenn Sie immer mit der Suche oder mit Listen oder Aufgaben arbeiten oder zuletzt verwendete Elemente, das können Sie hier wählen. Dann gibt es regionale Einstellungen. Die Sprache kann man wählen. Ich glaube, wir reden alle hier Deutsch, weil es ein deutsches Webinar, aber man konnte auch die Werteformatierung zum Beispiel auf Englisch, wenn man mit UK oder US arbeitet, dann ändern sich dementsprechend, kann ich so hier zeigen, dann kommt mit dem Komma und das Datum und Zeitformat ist anders. Aber ich lasse Deutsch. Und das ist eine Funktion, ich möchte sie nicht verwirren, aber
Lassen wir das lieber. Es konnte sein, dass bei einem Supportfall die Kollegen sagen, okay, aktivieren Sie bitte den Diagnosemodus und hier wird es aktiviert, aber ist nicht für den Alltag relevant und auch nicht für alle Nutzer. Unter Sicherheit können Sie Ihren Passwort ändern. Also hier geben normal Standard altes Passwort, neues Passwort und können Sie hier das Passwort ändern. Und hier ist es auch, also für den Alltag ist nicht eine Funktion, die man nutzt, aber hier sehen Sie alle Anwendungen, wo oder alle Konfigurationen, wo Ihr Benutzerkonto benutzt wird. Also es konnte zum Beispiel ein Workflow sein oder bei mir ist ein Autoindexer und hier kann man eben diese Erlaubnisse widerrufen, aber es sollte nicht so einfach so gemacht werden. Unter Briefkorbe können Sie wählen, welchen Briefkorb Sie sehen. Also die Briefkorben und die Ablagedialoge werden von den Administrator eingestellt und je nach Rolle bekommen die mehrere Leute. Aber ich mache so jetzt hier ein Beispiel. Die Ablagedialog habe ich zum Beispiel das von der Personalabteilung. Aber ich arbeite sehr selten damit und es stört mich, dass ich es immer sehe, dann kann ich es ausblenden. Und genauso mit dem Briefkorb. Den Briefkorb vom den Inbox arbeite ich nie, weil die meisten Dokumenten kommen in der Buchhaltung. Und das kann ich mit den Augen aus deaktivieren oder aktivieren. Und mit der Sternchen hier kann ich einen Briefkorb zum Standardbriefkorb machen. Und wichtig zu verstehen, wenn Sie das ausblenden, es ist nicht, dass der Briefkorb oder die Ablagedialog gelöscht wird. Es ist einfach nicht mehr in Ihren Profilen angezeigt. Das heißt, wenn Sie eine Woche später denken, na, da brauche ich es doch, dann können Sie das einfach wieder aktivieren. Die Sparte Suche funktioniert ähnlich. Es gibt Suchdialoge, die man nicht unbedingt immer braucht und die deswegen ausblenden kann. In meinem Fall sagen wir so, aha. Und genau. Und die Ergebnisliste, wenn man das aufklappt, Sie wissen, wenn Sie ein Dokument suchen, ist eine Ergebnisliste mit der Spalten hinterlegt. Aber es kann sein, dass für Ihren alltäglichen Job manche Informationen nicht notwendig sind. Zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, vielleicht mit dem Betrag können Sie nichts anfangen oder interessieren nicht oder den Betreff. Und da können Sie das auch ein- und ausblenden und mit den Pfeilen hier können Sie das nach hinten oder vorne oder hinten schieben, wie das, so wie eine kleine Personalisierung. Genau. Und bei Liste ist genauso, die Liste, wie gesagt, wenn Sie Cloud-Kunden sind, dann haben Sie das. Wenn Sie on-premise arbeiten, ist es, also sehen Sie hier die Listen, wenn Sie den Task Manager haben. Dann kommen wir zum Viewer und hier können Sie entscheiden, wie man den Viewer sehen möchte. Also ich lasse es jetzt für den Webinar hier, Docker Viewer, immer den gleichen Fenster öffnen. Das Viewer ist diesen Teil hier, wo die Dokumenten dann angezeigt werden. Aber wenn Sie zum Beispiel mit zwei Bildschirmen arbeiten und zu einem eine Liste haben und den anderen möchten Sie das Dokument vielleicht auch größer angezeigt haben, dann könnten Sie das herauslosen und der Viewer eröffnet sich immer in einem neuen Fenster. Und Sie können auch wählen, dass mit dem Viewer öffnet sich auch den Indexdialog. Genau. Und hier unter Viewer-Werkzeugleisten können Sie Ihre Werkzeugleiste personalisieren.
Sekunden hier auf dem, also Sekunden komplett den Block deaktivieren oder aktivieren. Und innerhalb von dem Block können Sie sagen, die Funktionen brauche ich nicht. Also speichern, bearbeiten, drucken zum Beispiel habe ich ausgeblendet, weil ich immer mit der rechten Maustaste arbeite. Aber Sie können, wie gesagt, alles ein- und ausblenden. Für Anzeige ist genauso. Drehen. Und hier bei Ihnen ist es, beim Standard gibt es nur eine Anmerkungsebene, aber man kann bis 5 Anmerkungsebenen einblenden. Und später sehen wir auch, wozu man die braucht. Stempel habe ich hier ganz ausgeblendet, weil ich den Stempel hier oben in meinem Viewer immer habe und nutze diese Funktion. Bei Anmerkungen kann man auch, wie gesagt, personalisieren und verknüpft auch. Genau, und hier, jetzt haben wir den ersten Teil mit Profil und Einstellungen gesehen. Dann machen wir Speichern und Schließen und unseren Settings werden gespeichert. Unter Konfigurationen, also wieder Ihren Namen und Konfigurationen, kommen Sie eben, wie der Name schon sagt, auf die Konfigurationen von DocuWare. Und hier sind, sagen wir so, tiefere Änderungen, die Sie an DocuWare machen und auch, wie Sie ein bisschen mit DocuWare arbeiten. Hier möchte ich sagen, nicht jeder hat denselben Ansicht. Ich bin hier als Administrator angemeldet und dann habe ich volle Rechte. Aber je nachdem, welche Rolle Sie in Ihrer Organisation haben, dann sehen Sie mehr oder weniger. Und zum Beispiel gibt es hier unter Allgemein ein Produktübersicht. Dann können Sie sehen, wie vielen genau was für ein Plan Sie haben, Ihren Vertragsnummer. Das ist auch wichtig, wenn Sie vielleicht sich bei uns oder bei Ihren Partnern melden, dann können Sie immer den Vertrag, die Vertragsnummer geben, wie viel Speicherplatz es gibt und solche Sachen, also allgemein. Man kann die Benutzer verwalten, man kann die Formulare bearbeiten und sehen und neu erzeugen und genau alles, was mit den Indexierung zu tun hat, Dokumenten speichern, also die Archive, hat man hier Zugriff, Benachrichtigungen, hier unter persönlich sind die Briefkörbe, also dann kann man zum Beispiel, nehmen wir jetzt Buchhaltung, man kann sehen, an wem den Briefkorb gehört, man konnte auch die Farbe wechseln, oder genau, bestimmte Einstellungen wählen. Aber wie gesagt, je nachdem, was Sie für Rechte in DocuWare haben. Und hier sind alle anderen Funktionen. Ich glaube, in den Alltag sind nicht alle nötig. Bei mobile Apps, wenn Sie DocuWare Mobile haben, können Sie hier dadurch mit diesen QR-Code, wenn Sie auf die App gehen und dann hier können Sie den QR-Code einscannen und wird automatisch verbunden. Touch-Modus ist, wenn Sie zum Beispiel mit einem Smartphone oder wir haben es hier in Unternehmen, diesen Laptops, wo wir auch ein Tablet sind und man kann mit der Maus oder mit dem Finger oder mit einem elektronischen Pen arbeiten und dadurch ist den Touch-Modus nützlich, weil eben man benutzt keine Maus. Und unter Hilfe und Info, genau, haben Sie mehrere Möglichkeiten, nach Hilfe zu schreien. Hier zum Beispiel kommen Sie direkt auf unsere Support-Seite. Wie bekommt man Support? Hier ist ein Support-Portal. Sind mehrere Ressourcen, unser Knowledge Center, Video-Tutorials, die Community,
Dann arbeiten mit DocuWare. Hier wird immer angezeigt, wann wir Trainings bei uns im Hause haben. Sie können Idee teilen. Wir haben einen Forum, wo Sie Vorschläge machen können und oder lesen, was die anderen User mal so für Vorschläge haben. Und Sie können Produkttester werden, um eben neue Konzepte und Produkte zu testen und dann Ihren Feedback geben. Und hier nochmal können Sie sich an den Blog können Sie abonnieren oder für unsere Newsletter. Nochmal zu Info und Hilfe. Hier sind ein bisschen die ähnlichen Konzepte wiederholt, eben Community, Produkttester werden. Und hier möchte ich Ihnen die interaktive Touren nochmal zeigen. Vor allem am Anfang ist hilfreich. Sie können wählen, welche Tour Sie machen möchten. Und zum Beispiel gehen wir ganz schnell auf Store Dokumente und dann sehen Sie, das wird man begleitet und man muss da mehrere Aufgaben quasi losen, damit man in Kontakt mit DocuWare kommt. Genau, okay, das war's. Ich glaube, das für diesen Teil ist genug, wenn nicht schon zu viele. Ich warte kurz eine Sekunde, um zu gucken, ob Fragen dazu kommen. Aber im Moment sehe ich nichts, dann würde ich weitergehen. Und ich würde mich hier in dem Bereich Briefkörbe fokussieren. Also wir haben eben die Möglichkeit, die Briefkörbe sind hier. Also wir haben vorhin gesehen, ich habe das HR-Briefkörbe ausgeblendet. Dann habe ich nur zwei. Eine ist die Buchhaltung, eine ist mein Inbox. Und wenn ich hier auf der Pfeile bei Briefkörbe habe ich die auch die Möglichkeit, die zu suchen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können die Dokumenten, den Ansicht ändern. Es gibt Miniaturansicht. Dann sehen Sie das so, einfach wie eine kleine Preview. Dann kann man Tabellenansicht sehen. Vielleicht ist ganz praktisch, wenn man mehrere Dokumenten hat und man kann die auch so filtern oder Ordner mit dem erstellt am oder geändert. Oder Sie können auch als Indexkarten arbeiten und ist wieder eine kleine Vorschau vom Dokument. Und hier können Sie die Dokumenten sortieren und dann können Sie wählen, erstellt am, Indexierung, Type, Herkunft, Status, wie Sie möchten. Und diesen letzte Zeichen hier ist um die Ablagedialogen zu sehen oder nicht. Also wenn es aktiviert ist, sieht man das so quasi und man kann einfach das Dokument darauf schieben und wird es so. Und wenn ich es wegklicke, dann ist es hier die Ablage. Und dann wähle ich also das Dokument und dann in welchen Archiv es landen muss. Ich arbeite persönlich dem, weil das finde ich besser. Okay, die nächste Funktion ist, wie man Dokumenten importieren kann. Also wahrscheinlich viele von Ihnen haben einen automatischen Import, zum Beispiel für die Rechnungen oder Ordnerüberwachung. Aber vielleicht passiert, dass Sie manchmal extra ein Dokument importieren müssen. Und Sie können entweder auf Import drücken und dann haben Sie hier, können Sie das Dokument aussuchen, da machen Sie Doppelklick. Das kann ich nicht importieren, weil aber ich nehme das andere Dokument. Das ist, bin Italienerin, also manchmal gebe ich die Titel auf Italienisch, manchmal auf Deutsch und manchmal auf Englisch, aber das ist so ein bisschen den Inhaltsverzeichnis für heute. Das kann man so machen. Oder man kann auch per Drag and Drop. Wenn Sie zum Beispiel sind Sie in den Ordner und Sie möchten das Dokument importieren, dann können Sie einfach hier kopieren, wie schon bekannte. Und wenn Sie DocuWare, zum Beispiel, Sie sind gar nicht auf die DocuWare-Oberfläche. Sie haben es offen im Browser, aber Sie sind jetzt hier
Und Sie sehen das Dokument und Sie mussten es in Docker haben. Sie können es einfach nehmen und per Drag and Drop auf die Icon und hier auf Docker. Und das Dokument wird auch importiert. Genau, oder? Nochmal. So, und hier. Okay, sollte funktionieren. Aber genau, das ist mit dem Import. Jetzt schaue ich kurz. Genau. Für den Briefkorb würde ich sagen, ist alles. Falls Sie Fragen haben, einfach in den Box schreiben. Jetzt sehen wir, wie man die Dokumenten suchen kann. In Suche haben Sie, Moment, ich suche, genau. Hier habe ich mehrere Suchmasken hier. Genau, also ganz Standard, Sie können Dokumententyp suchen, Firma, Kontakte und alles eingeben. Das, glaube ich, ist ziemlich eindeutig und mit der Praxis auch ziemlich schnell. Aber ich möchte Ihnen jetzt mit der Fulltext-Suche was zeigen. Und zwar, wenn Sie nicht sicher sind, wie man einen Namen oder geschrieben ist, dann können Sie mit Sternchen arbeiten. Also zum Beispiel, ich hoffe, dass ich die Dokumenten abgelegt habe. Wir machen München. Sie sehen M, Sternchen, München, weil ich weiß nicht, ob ich U mit Umlaut geschrieben habe oder UE oder was auch immer. Und dann suche ich. Und dann findet Docker alle Dokumenten, die eben das Wort München enthalten. Und hier kann ich es gleich größer machen und dann sehen Sie, hier kommt München, hier auch. Und eben ich arbeite sehr gerne mit dem Sternchen, weil auch genau, manchmal weiß man nicht, okay, ist jetzt mit GmbH oder habe ich es ohne GmbH. Und dann kann man einfach mit den Sternchen arbeiten. Und man kann auch sagen, ich kombiniere zwei Begriffe. Also zum Beispiel, ich kann suchen, Moment. Roll, and, also und. Ja, genau, und sucht alle Dokumenten, wo die beiden Worten kommen, und zwar Roll hier und Hire. Und genauso wie hier. Oder ich kann alle Dokumenten suchen, wo geschrieben ist, sagen wir so. Verlangt oder Stahlwerk. Und hier finde ich alle Dokumenten, die aus der Flying Tom kommen, also wo Flying geschrieben ist, oder eben Stahlwerke. Genau. Und das finde ich sehr nützlich, eben mit den Sternchen und mit dem mit der Kombinierung. Ich kann auch die Suche speichern. Und zwar, ich kann hier unter, also suchen und dann zuletzt gesucht. Und es werden die letzten 5 Suche, die ich gemacht habe, gespeichert. Und jetzt sagen wir so, Sie nutzen sehr häufig Dokumenten von der Flying Tom oder Stahlwerk München. Dann gehen Sie auf die Ergebnisliste und die 3 Punkte hier können Sie, sind die Optionen, drauf gehen. Und Sie können diese Suche als Liste speichern. Und wir geben den Namen und Stahlwerk. Wir speichern es. Und dann kommt natürlich
nicht untersuchen, sondern unterlisten und dann haben sie hier. Und was es ganz interessant ist, das ist ihre persönliche Suche. Es ist nicht diesen Suchen, die von dem Administrator oder von den Unternehmen für alle zur Verfügung stehen, sondern ist nur ihre Suche. Und deswegen können Sie das auch hier, wenn Sie auf den Mülleimer drücken, können Sie auch die Liste löschen. Wenn Sie zum Beispiel auf einem Projekt arbeiten und es ist nur zeitlich begrenzt oder was auch immer, Sie können dann die Liste löschen und es ist nur für Sie, es betrifft keine anderen User. Ich wollte dann auch zeigen, wie man mehrere Indexbegriffe auf einmal ändern kann. Und zwar, ich nehme jetzt hier, Sie sehen, ich habe mehrere Dokumenten und als Dokumententype heißen die Teste. Jetzt markiere ich die vier Dokumente mit der rechten Maustaste. Kommt diese Kontextmenü und ich kann mehrere Indexbegriffe ändern. Und hier kann ich sagen, welche Feld ich ändern möchte. In meinem Fall, ich möchte das Dokumententyp ändern und den neuen Werte ist eh nur ein Beispiel. Webinar schreibe ich. Dann gehe ich auf Bearbeiten und wie Sie sehen, sind ja auf einmal alle Indexeinträge geändert worden sind. Und wenn Sie zum Beispiel zwei Dokumenten vergleichen möchten, dann können Sie auch entweder das eine hier haben. Wir machen es ein bisschen kleiner. Eine hier und das zweite immer mit der rechten Maustaste können Sie das in neuen Viewer-Fenster öffnen und dann jetzt ist es auf meinem anderen Bildschirm, können Sie das hier daneben schieben und dann können Sie die Dokumenten vergleichen. Wenn es verschwindet, das muss man es einfach holen und dann haben Sie das hier. Und Sie können auch natürlich ein drittes Dokument nochmal in ein neues Fenster öffnen. Nochmal kommt auf meinen anderen Bildschirm und dann haben Sie alle Dokumente hier. Und Sie können es einfach eben auf einen anderen Bildschirm, wie sagt man, vergleichen oder genau hier und her schieben, einfach ein bisschen größer haben und sind eben herausgelöst aus dem Viewer. Moment, ich habe hier eine Frage. Ich habe meine Ansichten nur Briefkörbe, Suche, Ordner. Daher kann ich die Suchen nicht als Liste speichern. Es kann sein, also für die Liste, wenn Sie On-Premise-Kunden sind, da benötigt man einen Taskmanager. Aber lassen Sie mich, ich sage den Namen nicht, aber Sie wissen, mit wem ich rede. Ich speichere die Frage und dann komme ich nochmal auf Sie zu, um zu gucken, wieso? Genau, und ganz kurz, weil, obwohl ich weniger gezeigt habe, vielleicht rede ich einfach zu viel, ist die halbe Stunde fast um. Ich wollte nur zeigen hier mit der Werkzeugleiste, weil das finde ich wirklich sehr mächtig auch von Docuber. Und wenn Sie zum Beispiel auf einem Dokument, das mache ich jetzt hier ein bisschen kleiner, möchten Sie Anmerkungen schreiben. Und zwar einem Text. Dann schreiben wir Webinar. Okay, dann haben Sie aber bemerkt, oh, dann habe ich einen Fehler gemacht. Um das zu löschen, gehen Sie einfach auf diesen Pfeilen, dann gehen Sie auf dem Wort und dann können Sie mit der X löschen. Genau. Und dann wieder weg und dann ist es verschwunden. Wenn Sie, genau, oder Sie können auch auf mehrere Ebene arbeiten und sagen, jetzt ich befinde mich in die Ebene 1. Und mache hier einen
Viereck. Ja, ich lasse es blau, ist egal. Und dann kann ich hier die Stärke von der. Und ich markiere das hier blau. Dann kann ich einen Kommentar dazu schreiben. Ich kann irgendwelche Anmerkungen schreiben. Wenn ich dann auf Ebene 2 gehe, kann ich zum Beispiel, das haben wir so, meine Kollegin hat das markiert und ich mache einen Kommentar, passte. Wenn ich dann die Ebene 1 ausblende, dann sehe ich die Viereck hier nicht mehr. Und wenn ich auf Ebene 2 gehe, dann sehe ich meinen Kommentar nicht mehr. Das können Sie das, also Sie können entscheiden, wir arbeiten immer auf Ebene 1, das andere Team auf Ebene 2. Und gut, die Anmerkungen sind immer da, also sind nicht, noch nicht rollenbezogen, aber man kann dadurch ein bisschen Ordnung im Dokument schaffen. Und dann, wenn Sie zum Beispiel das Dokument verschicken, dann oder herunterladen, dann können Sie immer sagen, Dokument herunterladen mit Anmerkungen oder ohne Anmerkungen oder in Originalformate, wie Sie das gerade benötigen. Und das finde ich eine gut zu wissen Funktion. Genau, also die Stunde ist um. Wir zusammenfassen. Wir haben gesehen, Moment. Wir haben gesehen, wie man Docuware die Profile und Einstellungen und die Konfiguration, wie man das personalisieren kann, dann die Briefkörbe, wie man Dokumenten importiert, wie man Dokumenten bearbeitet und wie man ein bisschen eben personalisieren kann. Wenn Sie Fragen haben und wenn Sie mal was probieren, aber Sie sind sich nicht sicher oder Sie finden die Funktionen nicht, die ich gezeigt habe, dann wenden Sie sich gerne an mich. Meine E-Mail-Adresse ist leda.casanova@docuware.com und stehe ich immer gerne zur Verfügung und für Fragen und auch Anregungen über künftige Themen, wo Sie Interesse dran haben. Vielen Dank und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!